Hallo und schön, dass ihr wieder da seid. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns im Patch 2.1 und zeigen euch jetzt mal die neuen Sockel aus dem neuesten Diablo-Patch. Und wie ihr jetzt sehen könnt, hat man die Möglichkeit, diese Sockel aufzuwerten. Und das Ganze funktioniert folgendermaßen: Wenn ihr einen Rift geschafft habt, also es muss die Zeit vorbei sein, dass ihr also keinen neuen Key bekommt, sondern dass ihr einfach den Rift normal schafft, dann erscheint am Ende ein NPC. Und diesen könnt ihr dort mit Glück, das hängt jetzt je nachdem von der Stufe ab, indem ihr den Rift schafft, einen Edelstein geben, und dann habt ihr eine Chance, dass diese aufgewertet wird, sprich, dass sich die Dauer erhöht oder der Effekt eben von diesen Edelsteinen. Wie ihr seht, nutzen wir das gleich mal, und wir hatten auch ein extremes Glück, denn obwohl wir eigentlich nur auf Stufe 32 waren, hatten wir das Glück, dass unser Edelstein aufgewertet wurde, und zwar wurde die Zeit von 20 Sekunden auf 22 Sekunden erhöht. Wir werden jetzt das mehrfach ausprobieren und schauen dann genau, wie oft lässt sich ein Edelstein aufwerten, also was ist hier die Grenze, wie weit geht es maximal. Eine Liste der Edelsteine, wo ihr diese herbekommt, findet ihr wie immer im Link. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.